Ich koche mit euch heute ein pfiffiges, herbstliches Drei-Gänge-Menü. Wir haben dazu von der Bettina, unserer Kräuterfee, eine Challenge bekommen mit Produkten, die wir verwenden sollen. Und das werde ich mir jetzt einmal anschauen. So, lieber Markus, ich habe eine besondere Aufgabe heute für dich. Und zwar, es ist Herbst und wir wollen unser Immunsystem stärken. Und wir haben das Hagebuttenpulver und die gerösteten Bucheckernkerne. Die stehen ja schon auf deinem Tisch. Und weiter sollst du nur ein Wintergemüse und Shiitake-Pilze mit einbauen in dein Gericht. Schau bei der Zubereitung, dass du sehr schonend zubereitest, dass das Vitamin C gut erhalten bleibt. Boah, das klingt nach Herausforderung. Da brauchen wir jetzt ein paar Produkte und ich würde sagen, wir gehen einmal einkaufen. Hallo, grüß dich. Grüß dich, hallo. Ah, super. Biopilze. Du, ich brauche unbedingt eine Schmarrnl. Was hast denn du alles da? Shiitake-Pilze und Austernpilze. Getrocknet, frisch. Oh, das gefällt mir. Pilzpulver. Ja, das ist ein super Würzpilz, der Shiitake, und das ist ein reines Pulver von Shiitake-Pilz. Züchtest du die selber da? Die züchte ich selber, ja, bei mir am Hof. Können wir uns das anschauen? Ja, kann ich da irgendwas sagen? Schauen wir schnell raus. Ja. Wow, bist du gescheit. So schaut das aus. Da haben wir meine ganze Nachzucht drin, vor 3 Monaten. Ein Shiitake, der dauert ziemlich lang. Das sind so spezielle Substratblöcke auf Strohbasis. Der besiedelt den, fängt den an zu zersetzen und bildet auch nachher so ein weißes Pilzmyzel, wie man sagt. Und im Endstadium wird er auch sehr dunkel. Und da siehst du rechts, die sind ganz frisch, jung. Und da sieht man schon, oder erkennt man, dass der Block eigentlich schon reif ist und quasi zum Fruchten anfangen musst könnte. Musst du das Stroh dann, tust du das wässern und oder was machst du mit dem? Im nächsten Schritt kommen wir in einen Raum, wo es richtig feucht ist. 95-96% also Luftfeuchtigkeit. Genau. Okay. Also durch die hohe Luftfeuchtigkeit kriegt er einen Impuls, wo der Fruchtkörper bildet. Was kriegst du aus am Sack? Ganz unterschiedlich vom Ertrag her. Kann ein halbes Kilo sein, das kann ein Kilo sein. Hier unten habe ich einen Raum, da sieht man wegen mehr, da sieht man, wo die Schwammerl schon rauswachsen. Schau her, so sieht man jetzt meine Schwammerl. Die haben die Wochen zum Ernten. Teilweise sind schon richtig reif. Das ist ja wie in der Sauna da. Wie eine Dampfsauna. Ja, wie gesagt, die brauchen die konstant hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen auch zwischen 15 und 20 Grad. Nach was entscheidest du, welche das du abschneidest? Sagt man beim Huderwengerl, umso mehr der nach oben draht ist, umso mehr ist er ausgewachsen. Also da sagt man zum Beispiel beim Hut, der ist noch schön eindraht, dass der noch ein wenig wachsen kann. Nur ich tue einen Block nehmen und den ganzen ernten. Also der ist schon erntereif. Nehmen wir mal an. Schau ich dir, wie ich da über tue. Da haben wir jetzt die Oberreihe anernten und dann drehen wir ihn um, weil dann tust du viel leichter. Immer ganz wichtig, am Anfang vom Stiel zu ernten, dass natürlich vom Stiel auch alles hin und drauf ist. Dann drehen wir den um für den Rest, weil da kannst du schön von unten rein sehen. Da ganz zu, oder? Genau. Dass kein Substratrest drauf ist. Aber das schön bei ist perfekt, ja. Okay. Riechst du das schon? Ja, wirklich. Intensiv, gell? Ja, brutal. Boah, brutal. Einen Duft. Ja, gerade beim Ernten haben sie eigentlich den intensivsten Geruch. Du musst dann unbedingt dann probieren, bin ich gespannt, was du dann sagst auf dem Geschmack. Kommt einiges intensiver, denke ich. Kannst du jetzt so probieren? Gut. Natürlich kann man es roh essen. Es ist wie bei Champignons. Manche mögen das richtig gern. Ich mag es roh, nicht Pilze, nicht so besonders. Wenn du rohe Champignons zum Beispiel magst, dann kannst du den sicher essen. Na ja, gut. Ja. Ja. Der Shiitake-Pilz wird in der traditionell chinesischen Medizin nicht nur als Speisepilz behandelt, sondern auch als Heilpilz und gegen alle möglichen Krankheiten eingesetzt. Vor allem hat er den Wirkstoff Lentinan und das ist ein Aktivator für unser Immunsystem. Eisen und Zink sind nur enthalten, die ebenso auf unser Immunsystem wirken.
Servus. Fleißig beim Wirsing ernten? Ja. Du, ich suche einen Grünkohl. Magst du einen normalen Standardgrünkohl oder magst du was Spezielles? Ich hätte einen Schwarzkohl auch da. Einen speziellen nehme ich auch gern. Ja, gern. Ja, immer ein bisschen eine Herausforderung. Ich hätte da ein wenig was da. Aber ich würde sagen, du nimmst selber gleich das Messer in die Hand. Okay. Jetzt sag es da ja, einmal und dann schauen wir mal, wie das hinhaut bei dir. Und zwar birgst du ihn so rauf und dann hast du ihn einmal durch. Schau, den kleinen nimmst du gleich. Du kannst nicht so viel falsch machen. Okay. Ja, jawohl, sehr gut. Und der Schwarzkohl, der hält, oder der Grünkohl, die halten bis zu minus 10 Grad aus. Das tut einem nichts. Ja, der braucht das sogar. Also das ist wirklich der Grünkohl oder der Schwarzkohl, die brauchen die tiefen Temperaturen, weil dann entwickelt sich ein wenig Süßstoff und dann haben sie nicht so rass wie andere Kohl. Also den lassen wir eigentlich einen ganzen Winter vorstehen, bis die Ernte vorüber ist. Wenn der dann so kleine braune Flecken kriegt, dann hat es einen weh da. Also wie das, das tut einem gar nichts. So minus 3, minus 4 Grad, das, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und wie viele Sorten gibt es denn da eigentlich so? Also wir haben, Sorten gibt es natürlich unendlich viel. Die Standardsorten ist der normale Grünkohl oder der Schwarzkohl. Und weiter hinten haben wir dann einen Palmkohl, aber auch der normale Wirsing oder eben so ein lilaner Wirsing oder was. Das sind jetzt die Sorten, was wir hauptsächlich anbauen. Und ja, es ist einfach die Vielfalt, die was man dann im Winter hat. Und es gibt nicht nur einen Graukopf oder das Weißgraut, wie man sagt bei uns, sondern es gibt halt Alternative auch dazu. Und natürlich dann der farbliche, die farbliche Abwechslung macht natürlich dann auch viel aus. Wie hoch werden der noch? Nein, der wächst nicht mehr. Also das ist die, so. Ja genau, die Höhe ist eigentlich erreicht. Also ich schaue schön noch drüber. Die lilane Farbe, die was der Kohl eigentlich hat, das ist eigentlich die eine von der Ursprungsfarbe, was der Kohl hat. Durch die Sonne entwickelt sich eigentlich die Farbe. Aber bei dem ist es ja so, der ist ja relativ stark. Gell? Den musst du eigentlich richtig kochen. Sagt jetzt was? Und das hat mir einer gezeigt, der was von Norddeutschland ist, und der sagt wirklich, ich brauche den Strunk nicht, der zieht so runter. Und dann hat er nur das Blatteln, da haben dann eigentlich nur mehr feine Blatteln da, das ist dann fast wie Spinat zu machen. Wenn du jetzt reinbeißt, du hast eine leichte Süße und einen leichten Blaugrau-Geschmack. Und beim Grünkohl, wenn du den so runterziehst, der schmeckt einfach dann wieder anders. Ganz interessant. Und die Süßstoffe, die bietet er halt wirklich beim Frost dann erst. Also, wenn er kalt wird, nicht nur beim Frost, sondern wenn er dann kälter wird. Der Grünkohl, mein absolutes Lieblingsgemüse im Winter, weil er einfach so viel Vitamin C hat, ist er ein Superfood quasi jetzt für den Herbst. Ganz viele Mineralstoffe, Magnesium, Eisen, Zink, Phosphor, Kalium, alles enthalten und auch noch das Chlorophyll, dieses grüne Blut nennt man das auch. Das ist dem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, sehr ähnlich des Menschen. Und dadurch wirkt es blutreinigend und leitet auch noch super Giftstoffe aus. Und was er noch hat, er hat ganz viele essentielle Aminosäuren, das Tryptophan. Das wirkt auf die Bildung des Serotonin und somit macht das Essen von Kohl auch noch happy. Das ist ja wirklich wie eine Blume im Winter, die was man da hat. Das schaut ja wirklich, finde ich, aber gewaltig aus. Das ist gar nicht so einfach. Was ist eigentlich das da ganz unten für einer? Was ist da der Unterschied? Der Palmkohl, da haben wir auch noch einen raus, aber das ist auch nicht ohne, gell? Das ist auch nicht ohne. Ja, da haben wir einen Palmkohl. Schaut ja cool aus. Gell? Das ist wirklich wie eine Palme, der Palmkohl. Ja, der schaut ja voll lässig aus. Aber den haben wir als erstes Mal, also über den kann ich da gar nicht viel sagen. Boah. So, ha? Genau. So, oder? Ja. So, jetzt magst du aber aufhören. Ich glaube, ich habe genug getan. Wer sagt, dass ich keinen brauche? Wann, dann muss ich sie schon auszahlen, wenn ein paar Stück fahren wir nicht ausfällt. Jawohl. Hast du genug mit denen? Ja, die zwei nehmen wir noch mit. So, zurück von unserem Einkauf. Direkt vom Feld. Wir haben uns da ein paar tolle Sachen besorgt jetzt. Unseren Kohl. Und da werden wir uns jetzt als Vorspeise den ein bisschen asiatisch zubereiten. Mit einer Kimchi-Marinade und ein bisschen am Schafskäse. Und da bauen wir jetzt gleich noch unsere Bucheckern ein, die gerösteten. Die Bucheckern, die findet man im Herbst am Waldboden, wenn uns nicht die Eichhörnchen schon zuvor kommen. Sie stammen von der Buche. Die Buche
im lateinischen Fagus. Der Wirkstoff Fagin, der sich davon ableitet, ist leicht giftig. Und daher sollte man die Bucheckern unbedingt leicht dünsten oder auch rösten, wenn man mehr davon verzehrt. Ein paar sind überhaupt kein Problem. In früheren Zeiten sind die Bucheckern sogar noch viel mehr verwendet worden. Die sind geröstet worden und für einen Kaffee benutzt worden oder als Mehl oder so genascht worden, weil sie einen wunderbaren Anteil an Eisen, Zink, Mineralstoffen haben und auch einen hohen Fettanteil von 40%, besonders gesundes Fett. So, jetzt haben wir da unseren Grünkohl. Den ziehen wir nur von den Strünken runter und werden den dann ganz kurz blanchieren. Das heißt, wir kochen den im heißen Salzwasser und schrecken den dann in Eiswasser ab. Da bleibt uns dann das Vitamin C erhalten. Und damit der richtig schön grün bleibt. Und da habe ich gleich einen Energiespartipp für euch. Ganz wichtig, den Topf schauen, dass er immer gut draufsteht. Gleich heißes Wasser verwenden zum Aufkochen. Und ganz wichtig, Deckel drauf. Den gehen wir jetzt raus und schrecken den ins Eiswasser ab. Und lassen den da ganz kurz auskühlen. Und dann können wir den da schon rausfischen und ein bisschen ausdrücken, damit die Feuchtigkeit draußen ist. Und dann haben wir einen wunderbaren, schönen, grünen Grünkohl. Und jetzt gehen wir an unsere Kimchi-Marinade. Als erstes kochen wir unser Wasser mit dem Reismehl auf. Ganz wichtig als Tipp, das Reismehl immer ins kalte Wasser einrühren und erst dann aufkochen, weil sonst gibt es Klumpen. Dann geben wir unsere Gewürze wie den Ingwer, die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Beim Zwiebelschneiden den Strunk nicht ganz entfernen, noch ein bisschen was dran lassen, dann zerfällt euch die Zwiebel beim Würfelschneiden nämlich nicht. Und damit es beim Zwiebelschneiden nicht zum Weinen wird, ja, hat die Oma immer gesagt früher, Schluck Wasser im Mund, das hilft. Zum Schluss kommt dann noch dazu unsere Marinaden. Dann mixen wir das durch. Dann kommt zum Schluss noch die Karotten und der Daikonrettich und unser Frühlingslauch rein. Und dann ist unsere Marinade fertig. Und damit ihr euch nicht verwirren lasst, Daikonrettich ist eigentlich das gleiche wie unser Bierradi. Meistens gut. Und wenn euch das schnell gegangen ist, dann gibt es die Rezepte natürlich im Internet zum Nachlesen. Jetzt sind wir eigentlich schon kurz vom Anrichten und marinieren jetzt unseren Grünkohl und mischen das einmal mit den Fingern richtig gut durch, damit es sich richtig schön vermischt und der richtig schön saftig mariniert ist. Dann haben wir jetzt da noch ein bisschen an Schafskäse. Und den werden wir jetzt ganz einfach zerpflücken und dann können wir da richtig schöne Stücke machen und nicht sparen. Da können wir jetzt die Bucheckern von der Bettina einbauen. Und zwar sind die ja geröstet und die werden wir jetzt da auf den Grünkohl draufstreuen. Und für alle, die auch nicht so wie ich, die ganz strengen Vegetarier sind, habe ich noch was mitgebracht. Und zwar ein geräuchertes Rinderfilet und das geben wir uns da jetzt noch drauf. Die zweite Challenge sind unsere Shiitake-Pilze. Und zwar machen wir da einen Pancake-Burger und werden uns die Shiitake-Pilze jetzt süß-sauer einlegen. Dazu brauchen wir Marinade und die Marinade stellen wir her aus Wasser, Reisessig, Zucker und Gewürzen. Und diese Gewürze, die werden wir uns jetzt in einer Pfanne kurz anrösten, damit wir dieses Aroma von den Gewürzen richtig reinbringen in die Shiitake-Pilze. So, jetzt unsere Gewürze noch dazu. Das Ganze einmal richtig aufkochen. Jetzt nehmen wir unsere Shiitake-Pilze und stopfen die da in unser Weckglas, weil wir wollen die ja über Nacht einlegen. Die sollen jetzt einmal über Nacht richtig durchziehen, so viel wie reingeht. Und jetzt übergießen wir die mit unserer heißen, boah, richtig duftenden Marinade. Gehen wir jetzt in den Kühlschrank über Nacht und ich habe natürlich schon eines vorbereitet und so schaut das Ganze dann aus, wenn das fertig ist. Und jetzt machen wir die einmal auf und werden die einmal probieren. Super, super süß-sauer,
wunderbar mariniert und immer noch absolut super für die Abwehrkräfte, weil da ist alles noch vorhanden und alles noch da. Die Bediener wird mich loben. Ich glaube, die sind uns richtig gut gelungen. Und jetzt brauchen wir unser Rotkraut und jetzt werden wir spalten. Stark genug fürs Kraut. So, nachdem wir jetzt unser Kraut gespalten und geschnitten haben, tun wir das jetzt einsalzen und brechen das jetzt auch noch. Ja? Und dann einmal richtig durchkneten, ja? Damit das Salz die Flüssigkeit in dem Kraut löst und dann wird das richtig schön mürbe und weich. Dann gehen wir gleich dazu unseren Sauerrahm. Das machen wir jetzt alles mit den Fingern, ja? Ganz wichtig, damit das richtig schön durchgemischt ist. Kleinigkeit fehlt mir, Zitrone und Sojasauce. Jetzt machen wir unsere Pancakes noch für unseren Burger. Dazu brauchen wir ein bisschen Butter. Gehen wir mal in unsere Pfanne und lassen die schmelzen. Jetzt haben wir unseren Pancake-Teig. Das ist ein ganz normaler Pancake-Teig. Und den geben wir jetzt mit unserem Schöpfer in diese zerlassene Butter und lassen den da ganz langsam vor sich hin braten. Und der fängt jetzt dann an aufzugehen und wenn er dann anfängt aufzugehen, dann drehen wir ihn um. Und als kleiner Energiespartipp für euch, wenn ihr Induktionsplatten habt, dann spart ihr euch im Jahr bis zu 50 Euro. Und damit das Ganze richtig nachhaltig wird, ist natürlich das Wichtigste, dass wir grünen Strom nutzen. Am schönsten schaut der Pancake natürlich aus, wenn er goldbraun ist, ja, und schon ein bisschen aufgeht und das von beiden Seiten, dann ist er perfekt. Und damit unser Pancake-Burger noch richtig rund wird, ja, machen wir noch ein Ei dazu, und zwar ein Bio-Ei. Und tut es mir einen Gefallen, holt euch die Eier vom Bauern. Und was haben wir gelernt als junge Köche? Salzen tun wir immer die Pfanne und nicht das Ei. Warum tun wir das? Damit das Ei oben keine hässlichen Flecken kriegt. Jetzt müssen wir unseren Burger nur noch zusammenbauen. Ja, das heißt, wir starten mit unserem Pancake. Das ist unser super mariniertes Kraut. Dann gehen wir drauf unsere eingelegten Shiitake-Pilze. Was jetzt im Winter natürlich super ist, einlegen und fermentieren. Eine super Aufbewahrungsmöglichkeit für die Produkte vom Herbst. Was wir hätten auch fermentieren können und einlegen, das wäre gewesen unser Grünkohl mit der Kimchi-Marinade. Die Fermentation ist eine ganz schonende Zubereitungsart. Das heißt, da bleibt uns einfach das Vitamin C ganz wunderbar erhalten, weil es nicht lang gekocht und lang gedünstet wird. Auch früher ist es schon genauso angewandt worden, um Gemüse haltbar zu machen. Dabei erhöht sie der Mineralstoff- und Vitamingehalt sogar noch zusätzlich. Dann fehlt noch unser Ei. Und wir haben ja noch unser Pilzpulver. Ganz intensiv. Shiitake-Pulver. Dann brauchen wir als Abschluss unseren Deckel. Und jetzt brauchen wir noch einen Spieß. Unser drittes Produkt, Hagebuttenpulver. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Premiere für mich. Habe ich noch nie gekocht damit. Aber ich glaube, mir ist was Cooles eingefallen. Und zwar machen wir jetzt ein Hagebutten-Porridge mit bochene Apfelradl. Die Hagebutte, die Frucht der Heckenrose oder auch Hundsrose genannt, ist die Vitamin C-hältigste heimische Pflanze. Sie hat auf 100 Gramm Frucht 800 Milligramm Vitamin C und auch noch ganz andere wertvolle Wirkstoffe wie Pektine, Galactolipide oder Carotinoide. Und zwar wirken die alle zusammen gegen freie Radikale. Das heißt, die schützen uns auch noch vom Alterungsprozess und aktivieren unser Immunsystem. Richtiger Immunbooster. Und damit wir das Vitamin C uns erhalten, ist es am besten getrocknet und dann in einen Mixer geben, um ein Pulver zu machen, ohne es zu erhitzen. So bleibt das Vitamin C optimal erhalten. Für unser Hagebuttenporridge brauchen wir natürlich jetzt eine Haferflocken. Und zwar ein Tipp von mir, nehmt die feinen, Feinblatt, ja, mit dem wird das ein bisschen leichter und ist viel schneller gar. Wir brauchen ein bisschen Ingwerpulver und natürlich unser Hagebuttenpulver. Das ist sehr wertvoll, das Hagebuttenpulver, weil das nämlich
ganz viel Arbeit ist, habe ich mir sagen lassen. Und wir brauchen dazu noch eine Mischung aus Mandelmilch und Hafermilch und natürlich Butter, damit es richtig schön cremig wird und ein paar Kalorien auch hat. Das Ganze kochen wir jetzt so lang, bis es eine richtig schöne cremige Konsistenz kriegt. So, brauchen wir noch unseren Apfel für unsere Apfelradl. Den schälen wir uns jetzt einmal. Das Wichtigste ist immer schauen, die Challenge, dass das Ja 1 bleibt. Schaffen wir es? Ah, fast! Dann schneiden wir uns da jetzt zwei schöne Scheiben raus. Damit es euch beim Entkernen nicht so schwer tut, nehmt nicht einen Entkerner, sondern besorgt euch einen kleinen Ausstecher und mit dem geht es dann ganz einfach und ihr habt super schöne Apfelradl. Die wenden wir jetzt in unserem Backteig. Ganz dick. So, schaut mal. Und. Ja, Bettina, ich weiß, das Vitamin C ist hitzeempfindlich und wir haben es da jetzt schon drinnen gehabt. Aber damit ich natürlich deine Wünsche erfülle, ja, habe ich es auch in der Zuckerwälze und da ist es noch pur und unerhitzt. Jetzt wälzen wir unsere Apfelradl nochmal in unserer Zucker-Hagebutten-Mischung. Ganz dick und ordentlich wenden, damit die richtig schön voll sind mit dem Hagebuttenpulver. Und jetzt können wir unser Dessert anrichten. Die Schalen, die müssen wir nicht wegschmeißen, weil da ist ganz viel Vitamin drinnen. Ja, und die schneiden wir uns jetzt noch und streuen uns die oben auf unsere Apfelradl drauf. Also ich bin ganz happy mit meinen Gerichten eigentlich, muss ich sagen. Und jetzt werde ich mir mal anhören, was die Bettina dazu zu sagen hat. Und werde ihr mal die Fotos schicken. Nachhaltig, vitaminreich, das kann die Bettina eigentlich nicht schlecht finden. Markus, also die Challenge echt super gemeistert. Dir sind super klasse Gerichte eingefallen, die da am liebsten zum Kosten kommen. Außer die gebackenen Apfelradeln. Du weißt eh, beim Backen, da gingen halt die wertvollen Vitamine und Spurenelemente und das Vitamin C halt verloren. Kleiner Minuspunkt. Okay, also die Apfelradeln, na, aber ich sage euch ganz ehrlich, ein bisschen Sünd muss schon sein. Und darum würde ich sagen, werden wir das jetzt einmal verkosten.